willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Über 50 Millionen Menschen auf dieser Welt nutzen Tinder. Nur Tinder. Ich rede gar nicht von anderen Dating-Apps, sondern nur von Tinder. Das ist eine beeindruckende Zahl und ich dachte mir, ich werde heute für euch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mir so auf Tinder passiert ist, meine Erfahrungen mit Tinder, euch ein bisschen Tinder näher bringen und vielleicht gibt es diese Art von Videos auch noch mit der einen oder anderen Dating-App. Ein super spannender Side-Fact noch, angeblich nutzen die meisten Leute Tinder gar nicht nur für das Offensichtliche. Angeblich verwenden ganz viele Leute Tinder zum Prokrastinieren und ganz viele Leute sollen Tinder auch einfach zum Beispiel in neuen Städten verwenden, um irgendwie Freunde zu finden, beziehungsweise um irgendjemanden zu finden, der einen rumführen kann. Das kann ich mir prinzipiell auch gut vorstellen. Gerade aus Langeweile zu Tindern kann ich super gut nachvollziehen, denn bei mir ist Tinder auch das ein oder andere Mal offen, weil ich gerade in der Bahn sitze und mir denke, Tindern wir halt mal. Fangen wir mal an mit meinem Tinder-Profil. Ich habe momentan 5 Fotos auf Tinder, die alle so auch auf Instagram sind, glaube ich. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt. Falls nicht, dann tut das jetzt. Ich habe nicht so... Wohin willst du? Ich habe auf Tinder nicht diese spezielleren Fotos, wo ich viel nackte Haut zeige, weil ich dieses Bild auf Tinder nicht sofort rüberbringen will. Ich finde nicht, dass das unbedingt auf Tinder gehört, weil das zu sehr sofort präsentiert, auf was ich vielleicht gar nicht hinaus will. Denn viel nackte Haut impliziert halt oft, dass man, ja, nur vögeln will. Somit habe ich eher dezentere Fotos gewählt, beziehungsweise Fotos, die mich trotz allem gut widerspiegeln. Das ist einmal mein momentan eigentlich fast liebstes Bild von meinem Gesicht, mehr oder weniger, und von ein bisschen mehr. Ich mag das Outfit wahnsinnig gern, ich mag das Foto wahnsinnig gern. Dann habe ich ein Bild auf jeden Fall drin, wo ich esse, weil Süßkartoffelpommes sind einfach mega und das musste ich halt auch Tinder unbedingt mitteilen. Und ich habe ein Bild, wo man relativ viele Piercings sieht, aus dem einfachen Grund, dass ich in meiner Bio stehen habe, wer die Anzahl meiner Piercings errät, den lade ich auf ein Eis ein. Da werden wir nämlich gleich bei einem ersten Punkt, wobei ich heute nicht zu sehr auf Profile eingehen werde, beziehungsweise auf das perfekte Männer- oder Frauenprofil. Darüber wird es nämlich noch ein eigenes Video geben, was mich so anspricht und was so die Männer in meiner Umgebung anspricht. Auf jeden Fall habe ich in meiner Bio auf jeden Fall einen Opener stehen, damit man sich leichter tut, mich anzuschreiben. Somit habe ich einfach in meiner Bio Sachen stehen. Da steht eben Sommermädchen aus Winterfell, Potterhead, A Crazy Cat Lady, Bunt, was steht noch? Wienerin. Denn ich bin ja Wienerin, auch wenn ich nicht in Wien wohne. Nein, der Baum hat keine Bedeutung, auf das gehe ich nachher noch ein. Und ich lade dich auf ein Eis ein, wenn du errätst, wie viele Piercings ich habe. Und somit habe ich eben auch ein Bild drinnen, das ich auch so auf Instagram habe, wo man relativ viele Piercings sieht. Und da wären wir gleich so beim ersten Punkt, wo ich mir so denke, Boys, schaut ihr euch eigentlich mein Profil überhaupt an? Denn es gibt Leute, die mir, obwohl ich dieses Bild drin habe, schreiben, ich habe 5 oder 6 Piercings und man sieht allein auf dem Foto schon mehr. Selbst wenn einem nicht auffällt, wie viele es um die Nase herum sind, sieht man auf jeden Fall, dass ich 4 Zungenpiercings habe, einen Dörmlenker hier und auf jeden Fall noch Zeug an der Nase und dann schreibt ein Typ, ich habe 4 Piercings. Und ich denke mir so, okay, du hast dir halt meine Fotos einfach nicht angeschaut. Das ist irgendwie halt auch nicht so eine intelligente Idee, aber jeder, wie er will. Ich habe zuletzt erst einen relativ süßen Opener bekommen, eine relativ süße Nachricht, die hat mir wirklich gut gefallen. Und der Typ hat gerade sogar zurückgeschrieben. Nämlich, der Alexander hat geschrieben, brace yourself, spring is coming. Also, wie rennt das hier? Überleben wir jetzt den brutalen Online-Dating-Wahnsinn gemeinsam? Und das fand ich super kreativ. Ich habe eben dieses Sommermädchen aus Winterfell, somit hat er gleich das Game of Thrones Thema einfach aufgegriffen und das hat mir persönlich, wie gesagt, super gut gefallen. Das finde ich super süß, wenn man merkt, dass sich dann gegenüber ein bisschen Gedanken macht. Dann hatte ich eine super spannende Konversation mit einem Typen, die war eigentlich echt ganz nett. Ich habe aber leider Gottes nur noch diese eine Nachricht gescreenshottet, die den Vogel dann abgeschossen hat. Die werde ich jetzt auch kurz vorlesen, nämlich vom Maximilian. Ich traue es mir gar nicht sagen. Ich habe gerade rüber geswiped auf mein Profil und gesehen, dass voll die Bilder von meinem Bruder drin sind. Und auch der Account. Ich habe seine alte Nummer und habe mich halt mit der eingeloggt. Und ja, jetzt erst gesehen, es tut mir leid, fühle mich so schlecht. Dir ist sicher nicht aufgefallen, dass du fremde Fotos auf Tinder drauf hast. Red doch kein Bullshit. Red doch einfach kein Bullshit.
Ich war das letzte Mal in Wien vor Ort. Es gibt am Freitag einen Club, der Rock- und Metal-Musik vor allem auflegt. Und das ist halt einfach meine Musik und somit gehe ich halt dort auch gerne hin. Und denkt mir nichts Böses, so war an diesem Abend einfach, beziehungsweise wurde an diesem Abend einfach von 4 Tinder-Matches angeredet. Weil offensichtlich viele meiner Tinder-Matches, die halt aus Wien kommen, meine Musik hören. Was irgendwie klar ist, weil ich Leute matche, nicht nur, aber vor allem auch, die halt irgendwie auch mehr oder weniger so wirken, wie ich wirke. Und Wien ist halt ein Dorf. Da sind wir halt wieder bei Wien ist echt ein Dorf. Und ich glaube, das ist in anderen Städten nicht viel anders. Vor allem, wenn du eben dann Leute matchst, die vielleicht mehr oder weniger ähnlich dir sind und deinem Musikgeschmack, kann es halt dann auch gut passieren, dass du mal einen Typen dann triffst, den du auf Tinder gematcht hast, mit dem du vielleicht nicht so viel Kontakt hattest, mit dem du nicht so viel geschrieben hast und den dann im Real Life irgendwann einmal siehst. Und das ist halt dann nicht, vielleicht nicht immer so angenehm. Ich fand es eigentlich super lustig. Ich war an dem Freitag auch schon sehr in Partylaune und habe deswegen vielleicht gar nicht mehr so richtig mitbekommen, was da eigentlich abgelaufen ist. Und mir wurde dann danach so das ein oder andere erzählt. Und ich so, okay, ja, das habe ich dann nicht ganz so mitbekommen. Aber so läuft es halt auch. Also ich würde mich an eurer Stelle nicht darauf verlassen, nur weil ich mir heute Tinder mache, dass das nicht genauso, dass ich diese Leute nicht genauso dann im Real Life irgendwann mal treffen kann. Noch eine lustige Story war auf jeden Fall auch, dass ich einen Typen gematcht habe und wir uns auch super nett unterhalten haben und dann irgendwann mal über Dreiecken draufgekommen sind, dass sein bester Freund einfach der Ex-Freund von einer damaligen Freundin von mir ist. Also auch solche Dinge passieren, weil die Welt einfach viel zu klein ist. Nachrichten, die ich super oft bekommen habe, weswegen ich auch in meiner Bio stehen habe, dass mein Baum keine Bedeutung hat, war am Anfang einfach so, was bedeutet dein Baum? Dein Baum ist so wunderschön. Ich hatte nämlich dieses Foto am Anfang drinnen gleich als erstes Foto, weil mir das einfach super gut gefällt. Ich finde es zwar immer so ein bisschen schwierig, wenn man als erstes Foto kein Foto seines Gesichtes hat, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, ob es mich so angesprochen hätte, wenn ich mir das Profil von mir angeschaut hätte, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und somit wurde ich super oft darauf angesprochen, was bedeutet dein Baum? Und ich habe dann immer so einen Text geschrieben, so, bedeutet nichts, ich finde Tattoos müssen keine Bedeutung haben. Und hab's vielleicht am Schluss dann das ein oder andere Mal nur noch kopiert. Und deswegen habe ich das in meiner Bio stehen, denn das war prinzipiell auch ein süßer Opener, aber nach der 15. oder 20. Nachricht über deinen Baum nervt es dich dann vielleicht ein bisschen, beziehungsweise denkst du dir dann irgendwann so, nein, nein, darüber reden wir nicht mehr. Und eine Nachricht, die ich super oft bekommen habe, obwohl ich leider Gottes absolut keine Ahnung von dem Film habe, ich habe ihn nämlich selber leider noch nicht gesehen, muss ich jetzt vielleicht endlich tun, war, hey, du bist das fünfte Element, das heißt, du musst die Liebe in Person sein. Also, es gibt ja diesen Film und offensichtlich bin ich das fünfte Element wegen meiner Haarfarbe. Wobei es schon mal sehr sympathisch ist, dass den Männern auffällt, dass es orange und kein rot ist, denn super viele Leute meinen immer, ich habe rote Haare und ich so, Leute, ich habe keine roten Haare, ich habe orangene Haare, aber darum geht es heute nicht. Noch eine Art von Nachricht, die ich auch einige Male bekommen habe, wo ich mir dann immer so denke, ich weiß nicht ganz genau, worauf ihr hinaus wollt, beziehungsweise was ich darauf antworten soll, war, diese Nachricht steht jetzt einfach stellvertretend für einige andere. Und was passiert, wenn ich falsch schätze? Mit einer Slytherin würde ich generell kein Eis essen gehen. Und ich war so, okay, dann halt nicht. Ich weiß, es ist nur lustig gemeint, aber ich bin dann immer so, ja, wie gesagt, okay, wir müssen kein Eis essen gehen. Abgesehen davon, dass du eh nicht richtig raten wirst, weil nie jemand richtig redet. Und ja, Beinhardt hat es noch keiner geschafft, beim ersten Mal raten, richtig zu raten. Sie sind viel zu weit drunter. Wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, ich habe 5 Piercings und so maximal bis 17 oder 18, aber 27 hat noch nie jemand geraten. Wahrscheinlich, weil niemand damit rechnet, dass es so viele sind. Einer hat mal hardcore drüber geraten mit, glaube ich, fast 50, es waren 48 oder so. Da dachte ich mir so, okay, so viele sind es dann auch nicht, hätte ich gern. Also so 50 wäre eigentlich mein nächster großer Meilenstein. Aber ja, die meisten raten explizit viel zu tief. Und ich denke mir so, wenn ich 5 Piercings hätte, dann würde ich doch diese Frage nicht stellen. Aber vielleicht gäbe es Leute, die diese Frage trotzdem stellen würden, obwohl sie nur 5 Piercings haben. Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich meine Fotos ordentlich anschaut, wird man sehen. Also darüber haben wir ja vorher schon gesprochen. Unfassbar nervigen Opener ist sowas wie, ich weiß, ich sollte wahrscheinlich nicht darüber nachdenken, dir das überhaupt zu sagen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke mir so, ja, ich sollte jetzt schreiben, oh mein Gott, was darfst du mir nicht sagen? Aber nein, das war's mit meinem ersten Dating-App-Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, es gefällt euch auch, dass ich ein bisschen was anderes
mache, als ich bis jetzt gemacht habe, denn das ist einfach ganz heftig out of comfort zone für mich, weil ich halt bis jetzt nichts in der Richtung gemacht habe. Ich finde das Thema aber einfach super spannend. Es wird auch noch ein kritisches Video darüber geben. Danach gibt es auch noch ein Thema, das ich super spannend finde, aber dafür wollte ich zuerst mal mit dem Dating-App-Thema einsteigen. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich könnte nämlich theoretisch auch noch über meine Tinder-Date-Erfahrungen reden. Habt ihr da Lust drauf? Zeigt mir das gern.